From now on, the floor is yours. It's to everybody. And I would like just to start with a question to the speakers who are here. What if looking all over this one-day symposium, judging the life sciences in their broadest aspects, from scientific knowledge to technical applications. What do you think is very important, that it is done or that it is not done? May I start with you? Okay, well, I am ready to say a few words. I appreciate it very much, the program, and I learned a lot this afternoon and morning already. What I think time was too short. What we haven't really discussed in deepness are the field of the wide, more wide field of epigenetics, the impact of environmental aspects to life manifestations, which act on many living beings. That's one side. And the other, I mentioned in my talk that, of course, what we do in the laboratory with pure microbial cultures is a good approach, but it's a reductionistic approach, and bacteria, as well as all other living beings, live in big communities of living together. And I always have in mind to go to the street now in Zurich when I go home, say, what do you think on bacteria? And then I think a majority of people will tell me, well, they make me sick, I don't like them. But as a matter of fact, they just are unaware that they live in a big symbiosis with very many kinds of bacteria. They carry it along in their body all the time, and only very occasionally, perhaps by a kind of mutation or whatever epigenetic effect, some of these bacteria become pathogenic. So in a way, we have to be aware of that, and that's quite difficult really to both, first of all, to study in details, and secondly, to make that knowledge available to the large population, the civil society. So I'm sure there are still more things which we just don't sufficiently take into account. Nature is complex and wonderful. So we continue. Curiosity was mentioned in the last talk. I think it's important that we continue to be curious and trying to find out all these laws of nature. And what we heard today are important laws, but they are by largely not complete. It is important that we consider risks on the basis of our scientific knowledge. I mentioned technology assessment, policy assessment can help us guiding our contributions to have a better future, not only for us, the human society, but for the environment, and maintaining the biodiversity, maintaining diversity of habitats. That seems to me, at long term, absolutely essential for a long-term sustainability. Thank you very much, Werner, for your comment. Who would like to comment on this question from the speaker's line? Peter? Ich rede auf Deutsch, das geht auch, geht ein bisschen einfacher. Mich hat es heute sehr interessiert, alle Vorträge, und als Agrarökonom rede ich jetzt. Die ökonomischen Aspekte sind ja höchstens mal so ganz kurz angetippt worden, und dazu kam dann meine Reaktion.
Nicht, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, das möchte ich sagen, wenn wir technologisch weiterkommen, und wir sind ja auch in der Vergangenheit weitergekommen, und wir haben gesehen im Vortrag von Christen, dass es noch viel Potenzial gibt. Und gleichzeitig haben wir heute und in der Vergangenheit immer wieder 800 Millionen bis eine Milliarde statistisch unterernährte. Und jetzt, was ich sage, ist, der Zusammenhang von diesem Potenzial der physischen Produktion hat, der besteht eben nicht zu den Armen. Die Kausalitäten verlaufen da anders. Das wissen wir, wenn wir die Agrarmärkte kennen, von Preisschwankungen. Alle Preisschwankungen kommen von Dürren in Australien 2008, gegenwärtig von Dürren in den USA. Wir kennen diese, ich hätte hier Bilder, die kennen das ganz genau. Und wir wissen auch dann, wie die Zahlen berechnet werden. Nicht die Weltbank berechnet aufgrund der Anstiege der Preise nach den Kategorien, wie viel Prozent der Menschen jetzt wieder mit diesen 1 oder 1,2 Dollar pro Tag eben in die Armutssparte hineinfallen. Und diese Zusammenhänge funktionieren eben nicht. Und darum ist eben auch unserer agrarökonomischen Kenntnis, die Good Governance, was passiert in den Ländern, die Regulation oder Regulierungen, die angesprochen wurden, ob die funktionieren. Nur ein Beispiel und dann gebe ich weiter. 2008 und jetzt auch wieder hat Präsident Putin Exportstops erlassen an Getreide für den Rest der Welt. Die Absicht ist, im Innern von Russland die Preise tief zu halten, damit die Konsumenten nicht auf die Straße gehen. Aber der Effekt führt auf der internationalen Plattform, wo ja nur noch ein kleiner Teil gehandelt wird, eben zu sehr rasanten Anstiegen. Ich glaube, wir müssen einfach das sehen, dass wir nicht direkt von den Produktionspotenzialen auf die Welternährung schließen können. Es sind Voraussetzungen, es sind Bedingungen, selbstverständlich. Ich glaube, das geht... Das ist der Gegenpol, also zu Ihrem, Herr Gries, was Sie gesagt haben. Es ist nicht ein Widerspruch, sondern einfach ein bisschen die Ausweitung der Zusammenhänge. Weitere Kommentare? Ja, bitte. First, I don't know if I like bacteria. I like certain effects and dislike certain effects. I don't know if liking is the best word, but only... a side remark. If you look at the field of biotechnology, I think the first point that science asking questions without a game aim, without a technical application, this aspect was a bit silent today. Secondly, we have learned in the last 200 years not only that science and progress have a very clear connection, but also that we have learned the concept of precaution, we have liability concepts, and so on. And so it's not a question to go on, but to go on in the right way and with the right speed, not too slow and not too fast. And I think this is the question. The problem is that many things are blocked, like golden rice, other things which are... We go on without asking, without questioning, and so we have to find the right speed with technology. That's my impression from the last 3 hours. Thank you. Daniel? I do understand that available nutrition is an important issue, a global issue. Of course, I look at a little bit more... in a local way. And if I have a look on Switzerland, I think it is very important that the core industry, the core branches in Switzerland have to be very, very innovative also in the future to bring us the wealth, the prosperity we have right now. And for me, one of the biggest questions would be how can we organize society and also research in order to be such innovative as we were in the past. Further question or comments? Okay, if this is not the case, we will now open the floor. Everybody can put a question to the
speakers sitting here and or make a comment on what he thinks. Yes, please. Thank you very much. Yeah, I have a question for Mr. Gruysen. I'm coming myself from the pharma industry, and I'm well aware of clinical and technical development and the approval processes there. A staggering slide in your presentation was the approval process up to this product where you have the additional carotene in the rice. So my question to you is, what kind of approval processes do you have in your line of work with health authorities like the FDA and other like the EMEA? Yeah. I should say that the line, this one slide that I showed for the development of the golden rice, that was not just the approval process. I mean, of course, from the initial invention that was published in 2000, there was also a process of further improving the content of beta-carotene in the rice. And then, of course, now the experimental lines, if you so will, they have to go into breeding programs. And that, of course, I mean, that takes also a few years to get these lines actually introgressed into the varieties that are grown in many countries. We are now at the point in the last two or three years that various foundations, I mean, especially the Bill and Melinda Gates Foundation, is working with various countries, especially in Asia, to get this rice approved for release to the farmers and the consumers. The approval process in general, I mean, it's different in Europe and in the U.S. And in many countries, there's not even a biosafety procedure in place. I mean, this is a problem that we are dealing with in Africa. I mean, that there are only a few countries that really have biosafety policies, and they can evaluate the technology and then make decisions. But in the U.S., it's in principle the United States Department of Agriculture, and then the Department of the Environment that have to make the approval of genetically modified crops for release to farmers. In Europe, it's the European Food Safety Authority that in the end makes a determination if that crop could be released. Until I think last year, it was also the EU who could make that decision to release it or not. And that has now gone back again to the individual nations. So even if the European Food Safety Authority would come to the determination that crop can be approved, it could still be, you know, any country in Europe could still say, yeah, but we will not approve this or we will not grow this, okay? So we have a different situation here. In the regulatory process itself, again, there is a slightly different approach. In the U.S., the regulators look at the equivalency, that is, the trait that you developed in your crop, is this equivalent to, say, anything that could be bred by conventional means, or is this a trait that, for example, if I just pick out BT corn, you know, the trait here is insect resistance. Insect resistance you can accomplish by different means. You could take an insecticide and spray that on the field and kill everything. All the insects, or you can specifically develop it in the plant now to target these insects that specifically affect these plants. Okay, and that is sort of the equivalency process that the regulators are looking for and say, you know, if this is equivalent to other technologies or to other traits, then we can approve that. In Europe, the equivalency is, of course, also a consideration, but here as Dr. Ripp already pointed out, I mean the precautionary principle is much more broadly
apply it in risk assessment. So here, it's not just the equivalency, but it is also, you know, is there any potential risk associated with the trait that is being developed, and that has to be determined, which is not the case. I mean, of course, I mean, there's a risk assessment also in the U.S., but here the driving factor is the risk assessment, where in the U.S. it's the equivalency. So then these are the differences. But it's a, you know, like, for example, I always compare this when I tell my students, it is really comparable to the approval of a new drug before it goes into the market. So these crops, these genetically modified crops, they are heavily scrutinized. I mean, they're probably more scrutinized than anything else that we eat today. You know, I mean, any breeder knows that by breeding, you can make a crop dangerous. Okay, I mean, I can tell you right now, you know, if I would make an extract from 4 or 5 kilograms of broccoli and feed you this extract, I can kill you. You know, just because of the chemicals that are in the food that we eat. You know, but at the doses, I mean, the amounts that we eat it, of course, you know, it has no effect. So, again, the point here is that, you know, there is a lot of, I mean, the regulatory process itself, it is very specific, and of course, I mean, the goal is that it should be safe for humans to consume. Thank you very much, Werner. Well, just a small comment to the BT insect resistance. That had been discovered a few decades ago in Bacillus thuringiensis, and when this factor of giving some producing some toxin acting against insects. For decades, in very large amounts, these bacteria were produced and spread into the fields on which the plants grew. Now, for me, it's much more safe, smaller risk, if you isolate the particular gene for that and transfer it into the plant, than to spread every year a lot of living bacteria in the fields. But people never worried about. They actually were not probably aware that there may be some risk in that. Well, the organic farmers still do that today. They still do it, yeah. Felipe? Yes, a short comment on the precautionary principle. If we discuss it, we have to discuss this in the context of other regulations, like in the last lecture was mentioned. And in the United States, precautionary principle is connected with a very strict tort law and very strict liability laws. If there is a harm, you have to pay very much. The problem with the American solution is that not everything can be compensated with money. That's the discussion, and therefore, also in the United States, there are people in favor of the European side. And we have also to look at the whole system. So you can go faster, but you have to pay more if a harm comes, or you can go slower, and you have your money. It's not that simple. Olaf? So in risk assessment and equally in policy formation, you need criteria, and of course you would be very happy if you had a metric. Now, by trying to see where we stand in operationalizing sustainability, I came across the report by Stiglitz-Sen and Fitoussi, which was commissioned by Sarkozy. And as far as I know, the OECD is now working on these criteria to see whether they can be turned into good statistics, measurable statistics. I was just curious, first, of whether this set of criteria and metrics have come to your attention, and if they have come to your attention, what you think of it. Thank you. Maybe I can comment on this okay. Right away. I mean, of course, there has been quite a bit of risk assessment research also in the EU. I mean, if you look at the past 10 years or so, the EU has spent about €300 million specifically for risk assessment of genetically modified crops. And of course, out of this research, a number of criteria have emerged, and there have been several articles in the last 3-4 years
that explain these criteria in this report that you mentioned. I mean, this is now, I mean, the criteria that have been established, I mean, they are now one is trying to turn them into a metric so that one has some quantitative measures on, you know, is that acceptable, is that not acceptable? We'll see if that works, but... Further questions, comments? Yes, please, Martin. If I change the discussion from the risk to the chances, a question to the speakers. When I teach my students, for instance, chemistry, I can tell them we have ammonia synthesis, and that takes care of about 50% of our food currently in the world, roughly. So it's a huge success of fertilization and synthesis. Is there a similar star among biotechnology where you can state that I could give as an example, this gives so much already now to mankind, or that promises to give so much to mankind as compared to, let's say, fertilization or so? I mean, Peter Rieder can perhaps comment on that, on the economic aspects. I mean, there have been quite a few studies done on the economic aspects of adopting GM crops. I'm not talking about the American farmer now who's reaping quite a benefit from growing GM corn, for example. I'm talking more about developing countries, like, for example, BT cotton in India. I mean, there have been really very excellent studies done by Martin Keim at Hohenheim to demonstrate that the adoption of this new technology, or the adoption of these new crops, had an economic benefit for the farmers that are now growing these crops. And I don't know, you might have more information. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also es war die Frage bezüglich Dünger und Ausdehnung von von GM-Crops. Oh ja. Also, ja, da gibt es verschiedene Studien und bei den einen kommt es etwa aufs Gleiche heraus, als wenn man Farmsysteme untersucht. Das geht so je nach Region und lokalen Bedingungen. Aber das Entscheidende, also für mich die entscheidende Frage ist, warum dehnen sich GM-Crops wo aus und wo nicht? Und ich weiß nicht, ob wir uns alle bewusst sind, dass hier die europäische Politik in Brüssel eine riesige dominante Rolle gespielt hat. Nicht die Amerika, Südamerika, Nordamerika ging nach der Philosophie der Nordamerikaner und den Exportmöglichkeiten, also jetzt kommen die Weltmarktkomponenten hinein, währenddem Afrika als ehemalige mit ehemaligen Kolonien viel stärker Nord-Süd-Beziehungen hat. Und in der EU hatten wir mit der grünen Welle oder mit der Umweltverbesserungen hatten wir ja in den 80er Jahren sehr restriktive GM, also auch diese ganze Hormongeschichten, Regulierungen. Und das hat sich dann zum Teil übertragen auf Afrika. Und darum gibt es dann die abstrusesten innenpolitischen Diskussionen, die wir in Sambia hatten und überall. Es ist nicht, dass irgendwo ein Schaden aufgetreten ist wegen dem Konsum von GM-Produkten, sondern das sind politische Regulierungen, die mit den Märkten, dahinterliegenden Märkten und Gegengeschäften zusammenhängen. Aber Sie haben, glaube ich, nicht nach dem gefragt. Ich habe jetzt das gleich wohl gesagt. Nur wie hier die Welt auch ein bisschen auseinanderfliegt auf beiden Seiten des Atlantik. Ja, darf ich noch einen Satz sagen? Das habe ich am ersten Votum eigentlich gesagt. Es ist ja erfreulich, befriedigend, dass das Potenzial da ist. Das ist ein Ergebnis wieder für mich vom heutigen Tag. Das finde ich toll. Offiziell heißt es nachhaltige Intensivierung der Agrarsysteme, in unserer Sprache, oder? Dass man überall mehr produziert. Aber auch der Handel muss spielen, damit das, von dem reden wir jetzt, glaube ich, nicht weiter, der Handel muss spielen. Entwicklungsländer müssen exportieren können, sonst haben sie keine Devisen, sonst sind sie blockiert.
in ihrer eigenen Entwicklung, oder? Das wissen wir. Wir können die afrikanischen Staaten anschauen und schöne Cluster oder Gruppen machen und sehen, welche erfolgreicher waren und welche weniger. Und die Ursachen liegen immer in den politischen Systemen der einzelnen Staaten drin. Nehmen Sie zum Beispiel Ghana. In der zweiten Wahlperiode von Rawlings läuft sehr gut. Sie sehen nie Bilder von unterernährten Kindern von Ghana, sondern Sie sehen immer die Unterernährungsgeschichte von Ländern wie Rhodesia, Somalia und jetzt im Sudan und so fort. Da sehen Sie, dass eben die Wirren, die politischen Wirren und Störungen und Bürgerkriege und alles letztlich eben das Armuts- und Unterernährungsproblem bei uns prägt. Frau Dorn zuerst, dann Herr Hennecke. Dorn von der ETH Zürich. Es haben, glaube ich, alle Männer da vorne schon gesprochen. Wir haben auch eine ganz prominente Frau da vorne, eine Politikerin mit Agrarhintergrund. Und die Tagung heute ist ja betitelt mit Auswirkungen von Molekularbiologie auf die Gesellschaft. Und ich möchte Sie fragen, welche Aspekte Ihnen besonders vordringlich erscheinen, was Sie hier uns zu bedenken geben möchten. Vielen Dank. Im Gegensatz zu anderen Politikern höre ich zuerst gerne mal zu. Und ich habe natürlich heute nicht das ganze Symposium verfolgen können, sondern habe die zwei letzten Referate mithören dürfen. Und die sind natürlich auch entscheidend, wenn es dann um die Politik geht. Ich möchte mich jetzt nicht ins Detail verbeißen. Ich glaube, die Frage, die sich der Politik immer stellt, und das war vorher spannend, ich glaube, Herr Rippe hat gesagt, die Wissenschaft stellt Fragen und die Politik, das sage ich jetzt, sollte nachher Antworten darauf geben, beziehungsweise diese Fragen, die in der Wissenschaft gestellt worden sind, irgendwie in das gesellschaftliche System einbetten. Und wenn ich jetzt so zugehört habe, auch der ganzen Diskussion, ist für mich immer die Frage, an wen denkt man, beziehungsweise Frau Fiorin hat es schon gefragt, wer entscheidet für wen? Und da bin ich manchmal nicht so sicher, ob, auch wenn man weltweit denkt, die Entscheidungen von den Richtigen für die Richtigen getroffen werden. Ich habe das Gefühl, da sind sehr viele monetäre Interessen dahinter. Und als Politikerin jetzt natürlich in einem unheimlich kleinen Gebiet, der Kanton Aargau gehört zwar zu den vier größten Kantonen in der Schweiz, aber er ist im Vergleich mit zum Beispiel Baden-Württemberg ein, sagen wir es mal auf Mundart, Fleugedreck. Da ist für mich immer wichtig, wenn die Politik, wenn sie Antworten sucht, muss sie sich bewusst sein, dass sie diese Antworten nicht nur für eine Schicht oder für eine bestimmte Klientel treffen darf, sondern für das Gesamte. Und da wird es ja dann auch spannend mit Ihrer Frage, was für eine Auswirkung hat das auf die Gesellschaft. Wenn ich zum Beispiel das Entwicklungsleitbild des Kantons Aargau anschaue, das strategische Planungsinstrument, dann sieht man, dass man zwar darüber spricht, dass die Forschung einen Einfluss hat auf die Landwirtschaft im Kanton Aargau, und dann wird es dann schon so ein bisschen schwammig, weil was soll die Politik dazu sagen? Was soll die Politik dazu sagen? Sie forschen, irgendwann sind Ergebnisse da, die die Realität beeinflussen, und dann, erst dann kommt die Politik und versucht es irgendwie mit Gesetzen irgendwie im Griff zu halten. Aber seien wir doch ehrlich, die Politik ist immer zu spät. Die Fragen sind dann schon quasi von Ihnen beantwortet. Realität ist geschaffen. Wir haben es vorher bilateral besprochen. Ein Gedanke, der gedacht worden ist, den bringen Sie nicht mehr aus der Welt. Und dann kommt die Politik und muss sich überlegen, was für Gesetze machen wir jetzt, damit es wieder für alle stimmt. Und ich glaube, da jetzt auch in Bezug auf die Zukunft, was noch für Technologien auf uns zukommen, Social Media wurden angesprochen, das sind so riesige Entwicklungen. Ich glaube, da müsste der Austausch zwischen Wissenschaft und Politik viel, viel intensiver sein, und zwar viel früher im Prozess. Danke. Herr Hennecke und dann Sie. Ich hätte eine Antwort zu Martin Quacks Frage, aber die passt jetzt überhaupt nicht mehr in den Kontext. Deswegen würde ich die zurückstellen und dir später sagen. Das ist gemein. Ja, ich habe auch eine Frage an Frau Hochuli.
Wir haben heute über die bahnbrechenden Impulse gehört, von eben die durch die Molekularbiologie möglich waren, Biotech, Pharma als Ganzes, großartige Sachen, die vielen Menschen geholfen haben, weiterzuleben, besser zu leben, die Qualität des Lebens zu verbessern, großen Nutzen gestiftet haben. Und meine Frage an Sie geht, Sie sind die Herrin des Aargauer Gesundheitswesens, das ist eine halbe Milliarde, glaube ich, aus der Staatskasse, gerade neben den Bildungskosten. Die größten Kosten sind die akutstationären Kosten, das ist die größte Position, und dann kommt auch Pharma irgendwo. Meine Frage an Sie, Sie sind erfolgreich in der Kosteneindämmung im Gesundheitswesen, der Aargau steht gut da mit den Kosten, hat auch günstige Prämien, ich wohne im Aargau, und von daher gesehen, meine Frage an Sie, können Sie Pharma und alle die Resultate, die die Herren und Damen heute gezeigt haben, nutzen, um eine aktive, auf verstärkte Pharmakopie ausgerichtete Gesundheitspolitik im Aargau einzuleiten? Eben, ich muss sagen, ich habe nicht alle Referate mithören können und deshalb wäre es jetzt vermessen von mir zu sagen, ja, ich kann das nutzen, und zum Teil sind dann einfach jetzt aus den Titeln auch zu schließen, die Referate sehr, sehr auf einer sehr für mich operativen Ebene, die dann natürlich nicht in die Politik einfließen können. Was Sie ja sagen ist, wie wichtig es ist, die Kosten im Gesundheitswesen im Griff zu behalten. Und da stellt sich natürlich auch die Frage wieder, was geforscht worden ist, wird angewendet. Wenn Sie sich überlegen, was heute gemacht wird, und da gehen wir dann in den ethischen Bereich, was heute alles gemacht werden kann. Es gibt ein Bundesgerichtsurteil, das besagt, was ein Menschenleben, ein Jahr eines Menschenlebens wert ist, wie viel man da hinein investieren darf. Wenn Sie sich überlegen, was für Operationen das es gibt, aber auch für medikamentöse Behandlungen, die unheimliche Summen verschlingen. Und wir haben im Kanton Aargau eine Botschaft durch den Großen Rat gebracht. Da geht es um die finanzierbare Aargauer Gesundheitspolitik. Und da wird angestrebt, dass diese Gesundheitskosten nicht mehr so ansteigen sollen wie bis anhin. Und dann stellt sich die Frage, was macht man? Was macht man? Es wurde geforscht. Wir haben die Möglichkeiten, Verbesserungen für alle Menschen zu machen im medizinischen Bereich, aber es kostet. Und plötzlich wird man damit konfrontiert, dass man sagt, wir wollen das nicht mehr bezahlen. Und wer hat dann den Mut, diese Diskussion zu führen, die natürlich sehr schwierig sein wird? Es ist eine ethische Diskussion. Wer darf was bekommen? Wer bezahlt es? Können es einfach Leute, die das Geld haben, selber bezahlen und die anderen, wie in England zum Beispiel? Und ich glaube, das sind dann eher die Diskussionen, die auf der politischen Ebene geführt werden müssen. Und wichtig ist es für mich jetzt zum Beispiel, dass ethische Überlegungen immer auch in der Politik Platz haben und auch die Risiken- und Chancenabwägung halt ganz wichtig ist. Aber mit Molekularbiologie im Aargauer Gesundheitswesen auf der Kostenseite etwas zu machen, ist ein bisschen auf einer anderen Ebene. Akutkosten auf das im Spital senken und dafür verstärkt pharmazeutische Therapien einsetzen? Das war die Frage, weil es ja, ist ein Trade-off. Gut, aber erstens mal denke ich, diese Fragen müssen Sie nicht einer Politikerin stellen, sondern jemandem, der das Wissen im Gesundheitswesen hat, auf dieser Ebene, die Sie ansprechen. Das muss ein Arzt, das müssen Leute zum Beispiel aus der Forschung beantworten. Ich kann als Politikerin sagen, was eigentlich ein Armutszeugnis in der Schweiz ist, trotz all des Wissens, das wir haben, haben wir es nicht geschafft, eine integrierte Versorgung zu haben. Und wenn Sie sich überlegen an all den Schnittstellen, was da für Geld flöten geht, was Doppelbehandlungen, Doppeluntersuchungen gemacht werden, dass multimorbide Menschen kein Medikamentenmanagement haben, denke ich, das muss die Aufgabe der Politik sein, jetzt hier aktiv zu werden. Es ist auf Bundesebene nicht gelungen. Wir versuchen nun im Kanton Aargau einen Masterplan integrierter Versorgung auf die Beine zu stellen. Und hier müssen wir ansetzen. Ich glaube, das ist, oft denkt man dann schon wieder zu sehr in einem kleinen Bereich. Wie Sie jetzt gesagt haben, gibt es dann eine Verschiebung von der Akutversorgung. Wir müssen den Menschen als Ganzes sehen, ihn ins Zentrum stellen und dann das ganze System um den Menschen herum basteln und nicht den Menschen im System herumschicken, wie einer Dengeli-Maschine, kommt es mir manchmal vor.
Danke. Daniel? Ich möchte gerne eine Bemerkung von Frau Hochuli noch einmal aufnehmen. Sie haben die Social Media erwähnt. Und was mich ja schon unheimlich erstaunt ist, wenn man bedenkt, was die Informationstechnologie ausgelöst hat in den letzten 5 bis 10 Jahren, das ist ja schon außerordentlich. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von Ihnen hat kein Handy? Ja, sehen Sie. Einer von, ich weiß nicht wie viele. Es ist unheimlich, was das bewirkt hat und wie sich die Social Media und die Informationstechnologie uns verändert haben als Gesellschaft. Und dann kann man eben diesen Gedanken weiterführen und ich komme doch einmal auf das zurück, was ich erwähnt habe in meinem Vortrag mit der Domestizierung der Biotechnologie. Wo könnte die Reise der Biotechnologie hingehen, wenn sie sich eben ähnlich verhält wie die Informationstechnologie, wenn sie verfügbar wäre für die einzelnen Menschen? Was hätte das für Auswirkungen? Das finde ich eine äußerst spannende Frage und das könnte vielleicht auch einen Hinweis geben, wo wir uns in der Zukunft engagieren müssen. Vor allem auch im Hinblick auf die Tatsache, dass viele Menschen mit Social Media gar nicht umgehen können. Können sie dann mit ihrem Thema umgehen? Das ist die Frage. Hans Peter Fricke ist mein Name. Ich habe eine Frage auch an Frau Hochuli. Vielleicht mehr als Vertreterin Ihrer Partei der Grünen als jetzt in Ihrer Rolle als Frau Landammann im Kanton Aargau. Auch wenn Sie primär in dieser Rolle hierher gekommen sind. Wir haben ja die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit geführt, politisch geführt, rund um GM-Products im Agrarbereich, vor allem in der Schweiz. Haben uns dann so einigen können, dass wir mal ein Moratorium beschließen. Moratorium wurde jetzt zweimal verlängert vom Parlament, weil wir gesagt wurde, wir haben die nötigen Forschungsergebnisse noch nicht, vor allem über die Risikoseite der GM-Crops in unserem Land. Ich spüre aber sehr deutlich, dass Ihre Partei eigentlich beim alten Verbot bleiben möchte, der GM-Crops in der Schweiz. Das Moratorium ist vielleicht so eine vorübergehende Maßnahme nochmals. Aber dass der Widerstand doch bestehen bleiben wird in verschiedenen Kreisen in der Schweiz, hier eine Öffnung allenfalls zu machen, wie immer auch die Forschungsergebnisse ausfallen werden. Bin ich da richtig in dieser Annahme, dass eigentlich eine Fundamentalopposition mit ihr in unserem Land weiter zu rechnen ist, oder liege ich da falsch? Wir haben heute eben auf der anderen Seite jetzt vielleicht ein bisschen Kritik am Symposium, die ich zu äußern wage, wenig über die Risiken gehört von den Wissenschaftlern, sondern sehr viel über die Opportunities. Die will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen, bin auch nicht kompetent dafür. Wir haben dann etwas zum Risikomanagement nachher gehört, war auch hochinteressant und wichtig. Und wir sollten aber in der schweizerischen Diskussion aus dieser Dichotomie oder dieser Digitalität herauskommen, entweder voll dafür und alles ist okay, und auf der anderen Seite kommt nie in Frage in der Schweiz, solche Pflanzen, solche Anbauten zuzulassen. Gut, ich bin nicht die grüne Partei. Ich bin eine Regierungsrätin. Ich gehe davon aus, dass der Widerstand der Grünen weiterhin da sein wird. Ich selber funktioniere nach dem Prinzip, dass ich gerne Resultate habe. Und ich musste auch schon jetzt in meiner Tätigkeit als Regierungsrätin von einer Meinung abweichen, an der ich lange festgehalten habe, weil ich sagen musste, was Studien aufzeigen, zeigt ein anderes Bild, als mein Bild eigentlich ist. Es geht um ein ganz anderes Thema. Es hat sehr viel mit Wertvorstellungen zu tun. Da hält man an etwas fest und geht davon aus, dass es richtig ist. Und ich musste mich oder durfte mich überzeugen lassen und sagen, ich war auf dem falschen Dampfer. Ich gehe aber davon aus, dass die Grünen an ihrem Widerstand festhalten werden. Und ich selber, ich gestehe es auch, ich war diejenige Person, die im Kanton Aargau anno dazumal das Gentech-Moratorium, der Kopf des Komitees, der dann doch dazu geführt hat, dass in einem bürgerlichen Kanton 52% das Moratorium angenommen haben. Danke. Bitte, Markus. Markus Grüter, Universität Zürich. Wir reden über Akzeptanz oder Molekularbiologie und Einfluss auf die Wissenschaft.
Man liest ja dann, wenn es um Genpflanzenanwendung oder Freisetzung geht, sehr viele Dinge in den Medien. Und wir haben auch gesehen, dass die Social Media einen Einfluss auf jeden persönlich haben und viele auch nicht wissen, was dahinter steckt. Meine Frage geht dahin, was tun wir um, und an die Referenten, was tun wir eigentlich, um dieses neue Wissen, was ja eigentlich enormen Einfluss auf jeden hat und auf die Gesellschaft, um die Leute zu erziehen, das oder ihnen mitzuteilen, zu verstehen, was die Technologie überhaupt ist. Ich glaube, da ist ein wesentlicher Grundstein, warum Skepsis da ist, weil man von Genprodukt nicht unterscheiden kann, weil man keine Ahnung hat, was die Technologie ist. Es gibt Schlagworte, man liest es in den Zeitungen, schreibende Gilde kann schreiben, was sie will. Es kann der größte Unsinn sein, wissenschaftlich. Ich finde, da liegt ein Grundproblem. Was tun wir, um an die Leute zu kommen? Ja, und nicht nur an unsere Studenten. Und man sieht ja da schon das Unverständnis. Wie dann erst, wenn ich am Bahnhof unten irgendeine Erklärung abgeben möchte oder Frage stelle? Was sollen wir tun? Herr Gigax, und dann Sie. Also, ich denke, was ganz wichtig ist und was oft vergessen geht, ist die Sprache. Welche Worte benutzen wir, um Sachverhalte mitzuteilen? Und was mir aufgefallen ist, wir beschäftigen uns in der SATW seit ein paar Jahren auch mit der synthetischen Biologie. Und wenn unter Wissenschaftlern über synthetische Biologie gesprochen wird, dann wird oft davon gesprochen, man könnte Leben generieren. Und das wäre von mir aus gesehen noch eine interessante Frage an Herrn Arper, wie er sich dazu stellt, ob man Leben generieren kann. Also meines Wissens können wir vielleicht ein Virus dazu bringen, oder, dass es sich repliziert. Aber ich habe noch niemand gesehen, der zum Beispiel ein E. coli, ein ganz einfaches Bakterium, in einem Reagenzglas machen kann. Und die Schwierigkeit, die vielleicht eben entsteht, ist, dass heute Wissenschaftler nicht nur Lehrer und Forscher sind, sondern müssen ihre Resultate auch verkaufen, oder? Und das führt vielleicht dazu, dass wir oft etwas salopp mit der Sprache umgehen. Also eine Möglichkeit wäre, dass wir versuchen, Sachen etwas vorsichtiger auszudrücken. Markus, um deine Frage direkt zu beantworten, das Moratorium in der Schweiz wurde mit 54%, ich glaube es waren 54%, angenommen von 44% der Schweizer Stimmbürgern. Das sind also ungefähr weniger als 25% der Schweizer Bevölkerung. Ich setze meine Hoffnung in die 175%. um die Frage jetzt aber auch mal seriös zu beantworten. Ich bin optimistisch, weil ich denke, langfristig wird vor allen Dingen die jüngeren Generationen auch zu dem Schluss kommen, dass es wenig Sinn hat, sich neuen Technologien zu verschließen. Und ich denke, es gibt auch, wir reden fast jetzt nur über die grüne Gentechnik. Es gibt natürlich auch weiße Gentechnik und es gibt auch rote Gentechnik. Aber die grüne Gentechnik ist eben halt im Moment so sichtbar und auch dominant. Aber ich sehe eben halt auch für die Schweiz ein großes Potenzial, wo selbst die Biobauern sagen, ja, wir müssen dem gegenüber offen sein. Ich denke zum Beispiel an resistente Kartoffeln, wo man den Einsatz von Chemikalien enorm reduzieren könnte, was unserer der Umgebung helfen wird, also der Land, dem Environment. Und ich denke, man muss es eben halt versuchen, auch der Bevölkerung entsprechend zu kommunizieren. Ich meine, man sieht es schon, dass in den letzten zwei Jahren die Medien wesentlich kritischer geworden sind. Sie fangen an zu fragen, ja, warum sind wir eigentlich gegen die Gentechnologie? Ich gebe sehr viel öffentliche Vorträge und immer wieder höre ich von meinen Zuhörern, ja,
wenn man das richtig einmal sich anbetrachtet, man kann nicht dagegen sein. Das heißt also, ich bin da vielleicht etwas optimistischer, aber es braucht eben halt sehr viel Arbeit, um die entsprechende Information auch anzubringen. Ich engagiere mich zum Beispiel in der Lehrerausbildung, weil gerade da müssen wir anfangen, dass die Lehrer den Kindern in der Schule ein zumindest ein neutrales Bild vermitteln und nicht sagen, eine grüne Gentechnologie oder Gentechnologie grundsätzlich ist schlecht. Ich denke, wir müssen einfach davon wegkommen, eine Technologie zu bewerten. Eine Technologie ist neutral. Was letztendlich die Technologie bewirkt, ist das, was wir in der Gesellschaft bewerten müssen. Kleiner Kommentar zur Frage des Ursprungs des Lebens. Die Naturwissenschaften haben bis heute keine solide Kenntnis. Es gibt nur einige Theorien, wie es vor etwa 3,5 Milliarden Jahren auf diesem Planeten Erde zum ersten Lebewesen gekommen ist. Sehr wahrscheinlich war das ein Mikroorganismus, der eben die Fähigkeit hatte, sich zu vermehren und allmählich dann auch gelernt hat, Evolution zu machen und die Diversität in Schwung zu bringen. Also das sind reine theoretische Konsiderationen. Vor ein paar Wochen gab mein Nobelkollege Hamilton Smith an der Uni Zürich hier einen Vortrag über die Frage, die er gegenwärtig im Laboratorium mit Kollegen untersucht. Wie viel braucht ein Mikroorganismus, ein Bakterium, minimal an Anzahl Genen und was für Gene, um eben Leben durchzuführen, zu erhalten, wie ich es vorher definiert habe. Gegenwärtig sind sie in der Annahme, das ist kein Resultat, dass es vielleicht etwa 300 oder so Gene braucht, um das wirklich zu bewerkstelligen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie plötzlich auf diesem Planet Erde diese 300 Gene in einer geografischen, sehr kleinen Umgebung zusammenkamen und dass sich das dann vermehrt hat. Also da sind große Fragen, die wir bis heute in keiner Art und Weise beantworten können. Herr Rippe? Ich springe wieder zurück zu der Frage vorher. Wenn wir soziale Medien, Informationstechniken sehen, dann ist natürlich die Bevölkerung auch hier in der Schweiz sehr technikaffin. Und wenn Sie Jugendliche und Schüler nehmen, die haben eine große Begeisterung in diesem Gebiet. Auch die Lehrer haben eigentlich nicht so viel Schwierigkeiten, Medienkompetenz zu vermitteln. Wir haben große Missbrauchgefahren mit dem Mobbing und die Frage, wie wir damit umgehen. Aber das sind die pädagogischen Probleme, während wir nicht das Problem haben, dass dann die ganze Technik irgendwie eben für unglaubhaft oder gefährlich gilt. Im Gefäß der Biotechnologie, wenn ich jetzt die Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt bei uns ausgebildet werden in Karlsruhe und die Lehrer, mit denen ich zu tun habe, anschaue, ist das schon wieder ein ganz anderes Spektrum, eine viel größere Skepsis, die dann da ist. Und woher kommt die teilweise? Letztlich eigentlich dasselbe wie bei der Bevölkerung, dass natürlich Leute und die Wissenschaft nicht allein nach der Frage der Richtigkeit beurteilt werden, sondern eben auch nach Fragen der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens. Und wenn wir so anschauen, was jetzt in diesen Diskursen auch um Biotechnologie eigentlich eins der Probleme ist, die wir noch nicht hier diskutiert haben, ist einfach, wenn man als nicht informierter Bürger wissenschaftliche Stellungnahmen beurteilt man die nach gewissen allgemeinen rhetorischen Kriterien. Welche Interessen stehen dahinter? Wie werden die finanziert? Was macht die große Industrie? Wie agiert die Industrie? Und da haben sich einfach gewisse Bilder einfach fest verankert in den Köpfen. Monsanto ist ein Wort, das feste Meinungen bringt zum Ungunsten anderer, die da arbeiten. Und das heißt, und dann haben wir natürlich auch, vorhin wurde ja schon gesagt, wir haben viel über die Möglichkeiten am Anfang gehört und wenig über die Risiken. Auch das wird skeptisch betrachtet. Und wenn man zu große Probleme mit einer Technik löst, rhetorisch geht man in Vorsicht. Das heißt, wir haben einerseits Problem des Vertrauens, die Frage, wie trete ich glaubhaft auf? Und die Frage dann auch, kommuniziere ich so, dass ich Lösungskonzepte und Risiken letztlich glaubhaft vermittle? Und hier bestehen einfach, denke ich, natürlich
Und da besteht noch ein Bedarf an Lernen, wie man damit umgeht. Einige können es besser und ich denke, hier ist noch ein Problem. Deswegen, wenn man das einfach von der Anfang an sieht, es ist nicht nur eine Wissensfrage. Mhm. Danke. Olaf? Deswegen ist es wahrscheinlich eine Frage, die Apero-Diskussionen triggern könnte. Eine Frage nach dem Selbstverständnis der Wissenschaft. Soll die Wissenschaft gesellschaftlich, politisch normativ sein oder nicht? Ich glaube, es sind 20 Jahre her, war an der Uni Bern eine Vortragsreihe über Gentechnologie und da war einer ihrer Kollegen, Professor Stranzinger, das ist mir geblieben, und er hat dann in der Diskussion gesagt, die Wissenschaft soll forschen und muss keine Verantwortung übernehmen. Und der Satz, ich bin schon älter, das ist länger als 20 Jahre her, aber dieser Satz ist mir geblieben und ich denke, das ist natürlich etwas, das viele Leute, und sie dürfen nicht vergessen, in welcher gesellschaftlicher Schicht sie sich normalerweise bewegen. Wer von ihnen fährt regelmäßig mit dem Zug zweite Klasse? Gut. Wer hat Kontakte mit Jugendlichen, die eben Social Media benutzen und eine Sprachverluderung eintritt, die nicht nur die Eltern und Lehrer erschreckt, sondern auch mich als Politikerin, weil die Jugendlichen, die verstehen dann überhaupt nicht mehr, von was man spricht. Nicht alle. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber es sind dann halt auch Auswirkungen von Technologien, die eigentlich, wie gesagt worden sind, neutral sind. Es kommt immer darauf an, was man mit ihnen macht. Und ich glaube, die Wissenschaft hat die Verantwortung, auch aufzuklären. Sie haben vorher ein gutes Beispiel gebracht mit der Gentechnologie, die ja der Biolandwirtschaft auch viele Vorteile bringen könnte. Und da muss man halt auch den Mut haben und die Leute aufklären und sagen, es gibt die Transgentechnologie und die andere. Und sie darauf aufmerksam machen, was Gefahren und Chancen von beiden sind. Und ich glaube, wenn ich jetzt also zuhöre, oder man will die Risiken wie negieren, so empfinde ich das jetzt. Und es wäre doch ehrlicher, wenn man auch auf die Bedürfnisse der kleinen Leute, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hören würde und halt merken, dass die Bevölkerung in ganz vielem stark verunsichert ist. Und das ist zum Beispiel auch meine Aufgabe als Politikerin in ganz anderen Gebieten, immer aufzuzeigen, was ist, Chancen und Risiken aufzuzeigen, auch wenn es mir selber nicht passt. Und da habe ich manchmal das Gefühl, zwischen Wissenschaft und halt kritischen Geistern gibt es dann so eine Pattsituation, keiner will nachgeben. Und dann beginnt ja eigentlich die Manipulation, wieder in Anführungszeichen, der kleinen Leute. Wer ist rhetorisch besser? Und das finde ich schade, ist natürlich eine Entwicklung, die in der Politik gang und gäbe ist. Dankeschön. Jetzt müssen wir dann langsam, es ist ja wunderbar, wie die Diskussion läuft, aber vielleicht können wir Sie dann noch mit einem Glas von irgendetwas nicht genmodifizierten etwas erleichtern. Zuerst Daniel, wie geht's? Ja, ich hätte noch einmal das Negieren der Risiken, das hätte ich gerne noch einmal aufgenommen, oder? Und es ist noch interessant, wenn Sie ein neues Medikament machen, gibt es eigentlich nur zwei Fragen zu beantworten. Hat es eine Wirkung, ist es effektiv, oder? Und ist es toxisch, hat es Nebenwirkungen. Mhm. Aber diese beiden Fragen zu beantworten, bewegen wir uns auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Die Frage der Wirkung ist relativ einfach. Das ist ein Trichter, der ist genau verkürzt. Also ich weiß genau, in welche Richtung ich untersuchen muss. Und in der Regel kriege ich eine klare Antwort. Die Frage nach der Nebenwirkung der Toxikologie ist viel, viel schwieriger, oder? Weil der Trichter jetzt nach oben offen ist. Das heißt, sie haben eigentlich unendlich viele Aufgaben vor sich und können die gar nicht lösen. Herr Grüßen? Ja, vielleicht noch ganz kurz auf die Verunsicherung in der Bevölkerung zurückzukommen.
die wird natürlich auch gezielt von bestimmten Interessensgruppen geschürt. Ja, und das macht die Situation für die Wissenschaft dann sehr schwierig. Da muss man einfach klar festhalten, dass wir als Wissenschaftler natürlich schon über das Risiko auch reden. Sie werden mich nie hören, dass ich mich hinstelle und sage, es gibt kein Risiko. Als Wissenschaftler wäre das unethisch, sowas zu sagen. Aber wir sagen eben halt, bei dem gegenwärtigen Wissensstand, den wir zur Verfügung haben, wissen wir, dass das Risiko minimal oder berechenbar ist oder manageable ist. Das können wir als Wissenschaftler glaubwürdig vertreten. Aber wenn dann gleichzeitig jemand dort steht und sagt, ja, aber und, kann irgendetwas sagen, ohne dafür die Verantwortung übernehmen zu müssen, das generiert Unsicherheit. Da haben wir aus der Wissenschaft heraus es sehr schwierig, dagegen zu argumentieren. Und das ist einfach Fakt. Das stimmt, und da muss ich nochmal bei Peter Rieder anknüpfen. Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt, und das ist natürlich auch wichtig, dass das der Bevölkerung klar gemacht wird. Eine Technologie, nehmen wir jetzt mal die Gentechnologie, ist natürlich immer auch Spielball der Politik. Und vielleicht ist es auch einmal ein wichtiges Zeichen der Wissenschaft, dass man hinschaut und sagt, es gibt so viele Ungerechtigkeiten in der Welt, die wir mit der besten Technologie nie und nimmer lösen werden. Sondern halt auch auf die Missstände aufmerksam macht, weil schlussendlich immer Menschen an der Macht sind, die nicht für das Wohl der Allgemeinheit denken, das können wir wieder anknüpfen an Referaten, die vorher geführt worden sind, sondern für sich selber denken. Und das ist halt vielleicht auch etwas, dass die Wissenschaft, ich komme nochmals auf Sie zurück, ob es jetzt normativ ist oder wie auch immer, auch politisch Stellung bezieht. Dankeschön. Dann macht man sich aber angreifbar. Dankeschön, das ist ein schönes Abschlusswort. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns nach außen bewegen. Und ich möchte allen... Sie? Und ich übergebe das Wort jetzt unserem Vizepräsidenten... Thank you.